Hast du Dinge an dir, die dich total nerven? An dir selbst oder vielleicht auch an anderen Leuten? Ich nenne sie liebevoll die Schatten. Und diesen Begriff hat C.G. Jung geprägt. Und in diesem Video geht es darum, wie du deine Schatten erkennen, einladen und auch wieder verabschieden kannst. Ganz viel Spaß dabei. Wenn wir an die positive Psychologie zum Beispiel denken, dann denken wir an immer gute Laune. Alles ist so toll, weil wir versuchen quasi dorthin zu kommen. Wir sehen die Sonne, wir hören immer wieder so, ja, lass das Licht durch deinen Körper fließen. Du bist Licht, du bist Energie, alles ist schön, alles ist gut. Aber was in solchen Fällen passiert, ist, dass wenn wir entdecken, dass da irgendetwas ist, was nicht gut ist, dass wir es versuchen wegzuschieben, so wegzudrängen. Ist nicht da, ich will das nicht sehen. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Und das ist Blödsinn. Denn in diesem Video wird es darum gehen, wie du mit deinem Schatten, und den haben wir alle, dich anfreundest und wie ihr Hand in Hand hier rausgeht. Und deswegen steht nämlich auch dieser Stuhl hier. Denn bei der Schattenarbeit, dieser Begriff übrigens, ich habe mir bewusst jetzt keinen neuen Begriff dafür überlegt oder wollte jetzt irgendwas ganz Individuelles, Tolles daraus machen, sondern Schattenarbeit ist etwas, das wurde von C.G. Jung geprägt und ich finde, er hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Deswegen würde ich ihm einfach diesen Begriff gerne überlassen, auch seine Arbeit damit würdigen. Und bei der Schattenarbeit ist es so, deswegen habe ich hier diesen Stuhl hingestellt, damit wir wirklich visualisieren können, und zwar genau jetzt, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir alle Anteile in uns haben. Wir alle sind zwar ganz in uns, das heißt vollkommen, wir brauchen nicht bedürftig zu sein oder im Mangel zu sein, alles ist gut, alles ist da, aber unsere Welt, die ist bipolar, das bedeutet, es gibt immer Licht und Schatten, hell und dunkel, oben und unten. In Anführungszeichen gut und böse. Und ich möchte jetzt von Anfang an direkt klären, dass dieses Video kein Video sein wird, wo du danach denkst, oh nee, puh, ey, das hebe ich mir auf irgendwie, das mache ich irgendwann ein andermal. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, das wird bestimmt anstrengend und ätzend und oh, Quatsch. Schattenarbeit ist wunderschön. Schattenarbeit macht Spaß, weil nach der Schattenarbeit gehst du mit guter Laune raus. Und das ist nämlich Sinn und Zweck. Denn positive Psychologie möchte auch nichts anderes, als dass wir glücklich sind, natürlich. Indem wir Dinge einfach in Fülle und im Licht betrachten, anstatt alles schlecht, alles dunkel, Regenwolken. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du verstehst und dich damit verbindest, was in dir ist, was für ein Anteil gerne gehört werden möchte. Das heißt, dass wir diese Dinge im besten Falle auflösen und gehen lassen oder transformieren in etwas, was uns dient, was unserem erfüllten und positiven Leben dient, dem Leben, in dem wir glücklich sind. Und deswegen kennst du das vielleicht auch von dir. Ich kenne das nur zu gut und ich glaube, jeder von uns, wir haben manchmal so, ich nenne sie Trigger, das heißt Dinge, wo es irgendwie piekst, wo wir merken, das nervt mich gerade, ich mag das nicht und bewusst erstmal bei anderen. Ne? Vielleicht kennst du das von deinem Partner, von deinem Chef, von deiner Freundin, deinem Freund, wem auch immer in deinem Umfeld, dass du merkst, boah, der nervt mich gerade total. Und vielleicht ist das immer wiederkehrend. Ja, wenn du in einer Beziehung gerade bist oder schon mal in deinem Leben warst, dann kennst du das vielleicht, dass du merkst, da ist etwas, das ist nicht nur einmal da gewesen, sondern es kommt immer und immer wieder. Und immer wieder aufs Neue ärgert es mich, es nervt mich. Am liebsten wollen wir es irgendwie wegmachen, weil wir denken so, das will ich hier nicht haben, meine Beziehung ist schön, wenn das nicht wäre. So, und wir projizieren das auf den anderen. Das heißt, wir suchen die Schuld immer da. So, erstmal zeigen wir mit dem Finger auf das, was uns stört und denken, du, da kommt das her. Beispiel Partner. In dem Falle würden wir diesen Partner, das, was uns echt nervt, auf diesen Stuhl setzen. Und ich sage dir auch gleich, warum wir das machen werden.
Es kann entweder ein Mensch sein, eine Person sein, eine reale Person, die du vielleicht kennst, die dir vielleicht jetzt einfällt. Etwas, wo du sagst, boah, ja, der, oh, nee, jeden Tag aufs Neue, im Büro, zum Beispiel der Chef, immer wenn ich diese Tür aufmache, dem Menschen, ja, ich könnte. Und das haben wir alle. Sind es deine Eltern, wer auch immer es ist. Etwas, was dich wirklich lange schon beschäftigt. In diesem allerersten Schritt machst du dir genau das bewusst. Das heißt, frag dich in deinem Leben, wo sind meine Trigger? Wo sind die Dinge, die mich pieksen? Immer mal wieder. Was nervt mich an anderen Menschen? Und schreibe dir das genau jetzt auf. Das heißt, nimm dir sehr, sehr gerne einfach mal einen Block und einen Stift zur Hilfe und schreib dir auf, welche Person dir jetzt in den Sinn kommt. Und auf der anderen Seite schreibst du dir auf, was genau du ablehnst und nicht magst. Das bedeutet, einerseits, wenn dir jetzt eine Person in den Sinn kommt, wo du sagst, boah, die nervt mich jedes Mal, das stört mich jedes Mal an der, dann schreibst du den Namen auf. Und wenn du merkst, diese Eigenschaft, irgendetwas in Menschen, seien es fremde Menschen, aber wenn du das irgendwie wahrnimmst, du gehst durchs Einkaufszentrum, du gehst durch den Supermarkt, du bist draußen, du bist spazieren, du bist im Park, wo auch immer du bist und du nimmst diese Eigenschaft wahr, dann nervt dich das, auch wenn du die Person überhaupt nicht kennst. Aber diese eine Sache nervt dich. Die schreibst du genau jetzt in diesem Moment auf. Eine Spalte ist die Person der Name, in der anderen Spalte ist die Eigenschaft. Das, was dich an den Menschen nervt. So, und wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt einen Herrn Zweifel. Und den setzen wir auf diesen Stuhl. Denn was ich sehr gerne sage ist, das möchte ich dir als Bild mitgeben, ein Schatten ist etwas Wunderschönes, aber so wie wir zum Beispiel in unserem Leben mit Dingen umgehen, die uns unliebsam sind, ist es auch wichtig, dass wir hiermit ganz vorsichtig umgehen, dass wir es behüten, dass wir es, sage ich mal, mit Samthandschuhen erstmal anpacken, ohne direkt ranzugehen, radikal da dran und dann, weil daraus entsteht nämlich Aggression und Wut und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht aggressiv gegen uns selber sein, sondern wir wollen einfach aus Liebe heraus betrachten, was dort gesehen und gehört werden möchte. Zum Beispiel wie, stell dir vor, wir leben auf einer Erde und auf dieser Erde gab es ja auch mal Kriege und während dieser Kriege gab es ja auch mal Bomben und nicht alle Bomben sind irgendwie in die Luft gesprengt worden und die liegen halt nochmal verteilt hier und da und dort irgendwo unter der Erde. Und manchmal ist es so, dann plötzlich kommt irgendwie so, wir haben jetzt hier irgendwie so einen Bombenfall, wir sperren jetzt einfach mal das Gebiet, ne, so drumherum, um die Menschen auch zu sichern, um die Leute in Sicherheit zu bringen, weil man weiß nicht, wann diese Bombe hochgeht. Und dann kommt ein Bombenentschärfungskommando ganz, ganz langsam, ganz gemütlich dahin. Die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Die fassen diese Bombe mit Samthandschuhen an, holen sie aus der Erde heraus und schauen sie erstmal an. Das ist wichtig, dass sie erstmal angeguckt wird. So, und dann machen die all das, was sie zu machen haben und dann entschärfen sie diese Bombe. Und genau das machen wir quasi mit unserem Schatten. Unsere Schatten sind quasi wie kleine Bomben auf dem Minenfeld unseres Unterbewusstseins, wo wir sie manchmal so tief vergraben haben, dass wir nicht mal eben so im Alltag drankommen. Das heißt, es wird auch hier zu diesem Teil eine wunderschöne Reise geben, eine Sinnesreise, auf der ich dich begleite, um vielleicht verborgene Bomben zu entdecken, die dir jetzt nicht sofort im ersten Moment bewusst werden. Aber auch das ist etwas, da kannst du in deinem Alltag mal drauf achten, auch über die Zeit hin, nicht nur genau jetzt in diesem Moment, wo du es aufschreibst, sondern auch später im Laufe deines Lebens, weil es werden immer wieder neue Kleinigkeiten kommen. Denn es geht nicht darum zu sagen, ich setze jetzt einen Haken, ich habe jetzt diese Lektion hier gemacht quasi, ne, und jetzt bin ich halt fertig. Es geht nicht darum, fertig zu werden, weil wenn wir anerkennen, das ist etwas Gutes, das darf sein, das ist ein Teil von uns, das ist ein Anteil, den wir in uns tragen, und zwar jeder von uns, dann haben wir nicht das Gefühl von, ich muss jetzt mal, ne, komm, sag doch mal, was du jetzt auf dem Herzen hast, so, und jetzt machen wir das Ding hier, sondern wir machen das immer wieder in unserem ganzen Leben, denn kaum haben wir eine Bombe
entschärft, wird irgendwo wahrscheinlich auf diesem Minenfeld wieder eine neue Bombe hervorkommen. Und das ist auch fein so. Es geht nicht darum, dass die Dinger in die Luft gehen, du quasi emotional reagierst, während du merkst, das nervt mich, das stört mich, wer auch immer, was auch immer, sondern dass du damit verständnisvoll umgehst. Heißt, dass du verstehst, was dort in diesem Moment zwischen diesen beiden Energien stattfindet. Denn hier kommen zwei Energien zusammen. Das, was du mitbringst und das, was hier mitgebracht wird. Das ist immer eine Energie und manchmal entsteht da Reibung. Genauso wie in Beziehungen, genauso beim Sex. Da entsteht Reibung. Das ist fein, das darf sein. So, es kann wunderschön sein. Das heißt, was kann uns diese Reibung in diesem Moment mitgeben? Was möchte sie uns mitteilen? Deswegen setzen wir jetzt Herr Zweifel, der immer mal wieder in meinem Kopf ist und immer mal wieder hochkommt, der mir sagen möchte, nein, das wirst du nicht schaffen. Nein, das ist zu gefährlich. Nein, du bist nicht gut genug. Hast du dir denn wirklich darüber Gedanken gemacht? Wer weiß, was dann passiert? Und das ist diese innere Stimme von Herr Zweifel. Wenn der sich einschaltet, dann kommt er immer und immer und immer und immer wieder. Meistens in den unpassendsten Momenten. Denn genau dann, wenn ich etwas erreichen möchte in meinem Leben, wo ich zum Beispiel kurz vor diesem Berg stehe, den ich erklimmen möchte, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich weiß, ich habe jetzt alles, Handwerkszeug, ich bin gut gerüstet, alles ist da, plötzlich kommt der Zweifel um die Ecke aus dem Busch heraus und sagt mir so, bist du dir sicher? Spür noch mal rein, das könnte gefährlich sein, das könnte ein Risiko bedeuten. Und dann plötzlich bekommst du was? Unsicherheit. So, und das ist wie ein ewiger Kreislauf. Das heißt, in Momenten, wo Herr Zweifel auftaucht, eine Person, die uns schon quasi vertraut ist, wo wir wissen, was er zu sagen hat in manchen Situationen, ist es trotzdem gut, es einfach nochmal zu hören und ihn einfach sprechen zu lassen. Heißt, wir setzen ihn auf diesen Stuhl, wir holen ihn rein, wir sagen, hey, Herr Zweifel, das ist okay, wir laden dich jetzt hier zu uns ein. Setz dich einfach mal dahin, mach's dir gemütlich und jetzt erzähl doch mal, was hast du denn auf dem Herzen, Herr Zweifel? Wo möchtest du gehört werden? Stell ihm diese Fragen. Sag, was hast du auf dem Herzen? Das heißt, du nimmst diese Person oder dieses Gefühl wahr und lädst sie ein. Bitteschön, auf diesen Stuhl. Du stellst es dir vor, da sitzt jetzt Herr Zweifel und er ist akzeptiert. Das heißt, du hast ihn zu dir nach Hause eingeladen. Er darf in deinem Zuhause jetzt gerade sein, wird gesehen. Und er sagt jetzt beispielsweise in diesem Fall, du lässt ihn sprechen. Alisa, nie lädst du mich zu dir nach Hause ein. Immer lässt du mich vor der Tür stehen. Ich möchte auch mal reinkommen. Ich möchte auch mal mit dir einen Kaffee trinken. Und deswegen ist es manchmal so, dass ich ganz laut gegen die Tür poltere. Das heißt, dieses Problem ist gar nicht mehr da. Sondern ich habe ihn jetzt eingeladen. Jetzt sage ich, okay, das ist fein. Jetzt bist du hier. In Zukunft werde ich dich immer reinlassen. Die Tür steht offen. Das ist fein. Weil du hast ja wahrscheinlich etwas zu sagen. Du willst ja was mitteilen, du möchtest ja etwas loswerden, sonst wärst du ja nicht hier. Ja, möchte ich. Ich habe zu sagen, dass ich möchte dich vielleicht beschützen. Ich möchte nicht, dass du ein Risiko eingehst. Ich möchte nicht, dass du scheiterst. Ich möchte, dass es dir gut geht. Und dann sage ich, okay, das ist interessant. Dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du mir das mitteilen möchtest und dass du dir vielleicht Sorgen um mich machst. Das ist echt lieb von dir. Und dann sagst du dem Zweifel, wenn das in Ordnung für dich ist, dass ich das nächste Mal aber darüber entscheiden möchte, ob ich es jetzt gerade hören möchte, mir das dient, dann bitte erklär dich damit einverstanden. Ich entscheide, ob es jetzt gerade passt, ob ich dich reinlasse oder nicht, weil es kann ja auch sein, dass ich jetzt gerade mit was beschäftigt bin, was super wichtig ist. Und da kann ich nicht zur Tür gehen, weil ich bin gerade total beschäftigt. Und in diesem Fall sagt Herr Zweifel, okay, ja klar, gar kein Thema, weil dann weiß ich ja auch Bescheid. Ihr habt quasi eine Kommunikation hier gerade am Laufen. Das heißt, ein Verständnis wird kreiert zwischen diesem Gefühl von Zweifel, von Sorge und dir. Das heißt, dass du es annimmst und du verstehst, aus welchem Grund dieses Gefühl kommt, bevor es dich vielleicht beschützen möchte. Was ist die Aufgabe von Herr Zweifel?
Er hat auch eine Mission, er hat eine Aufgabe zu erfüllen. Auch seine Existenz ist in irgendeiner Weise sinnvoll. Das heißt, es bringt nichts, ihm zu sagen, du kommst nie wieder hier rein, sondern wenn du kommst, dann schauen wir, ob du auch ein Geschenk mitbringst. Weil ohne Geschenk kommst du hier nicht rein. Mit leeren Händen, das macht man nicht. Sondern man bringt etwas mit, etwas, was dem anderen Freude bereitet. Und wenn du in dem Moment Freude bereitest, wenn du hier reinkommst, zu mir nach Hause, dann darfst du bleiben. Und wenn nicht, darfst du wieder gehen. Und das machen wir auch zum Beispiel mit Personen. Wenn du eine Person hast, wie beispielsweise dein Partner, wo du denkst, boah, der macht mich wahnsinnig. Jedes Mal, wenn er den Klodeckel oben lässt, wenn er das macht, wenn er das macht, mich wahnsinnig. Das ist so eine Eigenart. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist. Vielleicht ist der achtet nur auf sich. Ja, da ist irgendwie so etwas und vielleicht erinnert dich genau dieses Gefühl, was du mit dieser Person in diesem einen Moment empfindest, an etwas, was du schon kennst, was gar nicht hier stattfindet, sondern was viel früher stattgefunden hat. Vielleicht in deinem Elternhaus, vielleicht mit deinem Dad, mit deiner Mom. Und da hast du eine Reaktion gelernt. Du hast gelernt, darauf zu reagieren. Heißt, dein Vater hat einen ganz bestimmten Ton drauf. Der hat in einer ganz bestimmten Art und Weise mit dir geredet. Vielleicht in einem bestimmenden Ton. Er wollte dir etwas sagen, er wollte dich belehren. Und seit diesem Moment begegnest du Menschen, die dich belehren wollen, mit Ablehnung, weil du sofort an die Situation mit deinem Dad erinnert wirst und du denkst, das ist mein Vater. Aber dein Partner ist nicht dein Vater, sondern er oder sie ist dein Partner. Und deswegen können wir an diesen Punkten, wo wir realisieren, indem wir mit dieser Person sprechen, du lädst die Person genauso in dein Zuhause ein. Du lässt diese Person sitzen, nimmst sie wahr. Heißt Schritt 1, einladen, akzeptieren. Schritt 2, respektvoll zuhören. Heißt, was hast du auf dem Herzen? Was möchte gerade gehört werden? Und dann sagt die Person, vielleicht möchte dir dein Partner in dem Moment etwas Wichtiges mitteilen. Und deswegen erhebt er die Stimme oder redet mit einer bedeutungsvollen Stimme. Was auch immer es ist, es hat für ihn eine Bedeutsamkeit. Du hörst einfach nur zu. Und dann nimmst du Verständnis mit in diese Diskussion. Denn du darfst auch etwas sagen, du darfst dich genauso mitteilen. Das ist wertvoll. Genauso wie das hier. Das heißt nicht, dass du alles akzeptieren und wahrnehmen und annehmen musst und einfach nur nicken, sondern du bist genauso wertvoll und genauso wichtig in dieser Konversation. Das heißt, eine Konversation kann nur stattfinden, indem beide auch zuhören. Das heißt, auch dieser Reiz, der in dein System kommt, hört dir zu. Das heißt, du darfst jetzt gehört werden. Was auch immer du in diesem Moment zu sagen hast, zu antworten hast auf das, was hier kommt, darfst du loswerden. Du darfst es loswerden. Das ist ganz, ganz wichtig. Da entsteht Heilung, da entsteht Reinigung und Frieden, indem auch du sagst, was dich beschäftigt, warum du es nicht magst. So, und auch dieser Reiz hier, diese Person, das, was stattgefunden hat, nimmt es an. Immer. Weil auch hier Verständnis herrscht. Immer. Das ist Empathie. Wir haben Empathie und zwar nicht nur für uns, nicht nur für alles andere, sondern auch für Reize, die in unser System kommen, für unseren Schatten. Unser Schatten darf sein. Wir gehen mit dem liebevoll um. Und deswegen darf diese Person jetzt sagen, was sie auf dem Herzen hat. Und dann schauen wir, wo sind denn eigentlich die Gemeinsamkeiten? Was haben wir gerade gemeinsam? Was ist hier zwischen uns? Welche Energie ist nicht nur hier und hier, sondern welche ist hier? Was ist der Auslöser, der uns so sehr triggert? Weil meistens ist es so, dass wir diese Anteile, die wir in anderen Menschen ablehnen, auch in uns selber tragen. Das heißt, wenn dich etwas richtig nervt an jemandem, dann schau mal in dich hinein, ob du nicht in irgendeiner Form diesen Anteil auch in dir hast und eventuell auch lebst. Das heißt, bevor wir verurteilen oder beurteilen, erkennen wir an, was ist und schauen bei uns. Das heißt, immer der Blick aus dem anderen, aus den Augen des anderen, auch auf uns. Wie empfindet mich diese Person? Wie empfindet dich dein Partner?
Was ist ihm wichtig? Vielleicht sieht er gerade etwas, was du noch nicht sehen kannst, weil du in den meisten Fällen ganz bei dir bist. Und wenn wir hier eine Verbundenheit hergestellt haben, dass dann Verständnis und eine Akzeptanz und eine Wertschätzung herrscht, dann dürfen wir sagen, hey, ich lasse dich jetzt gehen, weil das ist okay. Weil wenn das etwas ist, was dir nicht dient, und das ist es in den meisten Fällen, wenn uns etwas triggert, und zwar über lange Zeit hin, dann ist es deinem erfüllten Leben nicht dienlich. Und deswegen hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst es erstmal nur, oder du transformierst es, das heißt, du veränderst es. Das, was dich in diesem Moment nervt, sei es jetzt beispielsweise die Eifersucht. Die Eifersucht von deinem Partner auf dich nervt dich bis zum Erbrechen. Dann nimmst du diese Eifersucht und schaust, wo sind meine Anteile? Wo ist mein Anteil, den ich eventuell an dieser Eifersucht trage? Tue ich irgendetwas, was diese Eifersucht befürwortet? Wie fühlt sich die andere Person, indem ich einfach durch ihre Augen auf mich schaue? Und vielleicht fällt dir etwas auf. In den meisten Fällen fällt dir etwas auf. Und dann kannst auch du sagen, was kann ich dazu beitragen, dass diese Eifersucht in Zukunft nicht mehr so häufig kommt und nicht passiert. Denn dann entsteht hier Klärung. Und das ist wunderschön. Denn dann können wir Anteile transformieren, gehen lassen, verabschieden und auch heilen. Und all die Anteile, die immer wieder kommen und immer mal wieder kommen, die sind okay. Und manchmal dienen sie uns. Und deswegen lass uns hinschauen und wirklich die Augen aufmachen und gucken, was für ein Geschenk dieser Anteil gerade mitbringt. Ob etwas, was uns andere Menschen in uns zeigen möchten, oder etwas, wo wir selber uns sagen können, dient mir das, dient mir das nicht, vielleicht verabschiede ich es. Und gehe den Weg ohne Herzweifel weiter. Und manchmal hole ich Herzweifel vielleicht rein, der mir dann in einem bestimmten Moment Gefahr zeigt, die ich vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Weil ich zu leichtsinnig einfach diesen Berg hochgegangen wäre und dann wäre da vielleicht ein großer Bär und ich hätte gesagt, ach komm, lass uns doch spielen. Aber der Bär wollte nicht spielen und plötzlich habe ich einen Arm weniger. Und deswegen ist es wichtig, dann halt alles einzuladen, alle Anteile, weil jeder etwas zu erzählen hat. Jeder bringt eine Geschichte mit. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Schattenarbeit. Bin schon ganz gespannt, was du aufschreibst und teile gerne deine Erkenntnisse hier mit der Family. Was für Schatten trägst du in dir? Was sind die Anteile in dir, die du am liebsten nicht sehen möchtest, wo du aber jetzt entscheidest, hey, auch das darf sein. Und wir haben sie alle. Glaub mir, jeder saß hier schon, jeder saß auf diesem Stuhl, jeder darf genau das machen, weil es ist wunderschön, wenn du merkst, wow, das macht ja richtig Spaß. Plötzlich kommt neue Leichtigkeit in mein Leben, dadurch, dass ich Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe. Und dann gehe ich hier raus und alles ist gut. Ich habe plötzlich Empathie für meinen Partner, für meine Eltern, für all das, weil ganz ehrlich, die haben mir ja gar nichts getan. Vielleicht haben die gar nicht die Absicht, die ich fühle, die sie mir gegenüber in meinen Augen haben. Keiner will mich verletzen, keiner will mir wehtun. Dieses Leben ist für mich. Die Schatten, die arbeiten für mich. Das ist ein Teil von mir, es darf sein, so wie alles andere auch. Also, geh raus, spüre einfach, dass du machtvoll, kraftvoll und wunderbar bist. Teile deine Schatten hier mit uns und let's get naked.